Ja, herzlich willkommen zurück bei uns hier auf dem Kanal der A&M. Heute geht es um das Thema die Top 5 schlechtesten Marketingmaßnahmen. Wir haben uns einfach überlegt, dass wir einfach mal aus unseren Beratungen, die wir jetzt jeder schon geführt haben, wir haben jeder schon über 1200 Beratungen hier im Marketingbereich mit Inhabern und Geschäftsführern von Handwerksbetrieben geführt. Und da wollen wir euch einfach mal aus den Gesprächen jetzt einen kleinen Einblick geben, eben genau zu den Top 5 schlechtesten Marketingmaßnahmen. Das erste Beispiel, was mir immer direkt eingefallen ist, das waren die Supermarkttrenner, also die Warentrenner im Supermarkt. Die kennt ihr wahrscheinlich auch, wo man dann, ja, wenn man einkaufen geht und dann schön die ganzen Lebensmittel, die man ja kaufen möchte, dann einfach mal aufs Fließband dann dementsprechend legt. Und dann trennt man das natürlich das Ganze nochmal von dem fremden Einkauf und dann siehst du schön, dass da mal vielleicht, ich weiß nicht, ein Versicherungsmakler oder ein Handwerksbetrieb oder ähnliches da zum Beispiel drauf ist. Und ich war im Austausch mit einem Kunden von uns und der hat mir das mal erzählt, dass er das ganz auch mal gemacht hat, hat das über 2 Jahre tatsächlich sogar dann gebucht, weil die ihm das so stark empfohlen haben und meinen, ja, das muss natürlich auch mal seinen Effekt auch bringen und alles weitere. Noch viel natürlich Schönes noch dazu erzählt, was es hätte werden können. Ja, das Einzige, was ihm nur tatsächlich dabei aufgefallen ist, dass er einfach nur eine Stange Geld rausgeschmissen hat und dabei eigentlich nicht mal ein Auftrag zustande gekommen ist, den er wirklich darauf zurückführen konnte. Ja, ist ja auch gerade, ich weiß nicht, wer von euch achtet denn darauf, wenn er im Supermarkt ist und die Ware aufs Kassenband legt, was dann da für eine Werbung draufsteht. Also ich weiß nicht, da hat man ja vielleicht auch gerade ganz andere Gedanken, irgendwie seinen Einkauf jetzt schnell abzuschließen, irgendwie dann vielleicht wieder ins Auto zu gehen und nach Hause zu fahren oder vielleicht, weiß ich nicht, hatte man einen stressigen Arbeitsalltag oder wie auch immer. Und da schaut man wohl weniger da drauf. Selbst wenn man jetzt die Botschaft liest, ja, wie wird man denn dann darauf aufmerksam? Weil wenn man dann vielleicht irgendwie sagt, Mensch, das finde ich jetzt toll, da muss man ja irgendwie ein Foto davon machen, einen QR-Code abscannen oder die Nummer abtippen oder wie auch immer, sich den Link merken, was dann meistens eben nicht dazu führt, dass sich dann jemand dort meldet. Na klar, man vergisst es halt einfach leider sehr schnell, dann wirklich diese Handlung dann natürlich auch dazu durchzuführen, beziehungsweise ist man auch leider natürlich auch mit anderen Sachen beschäftigt, wie halt gerade natürlich den Einkauf dann dementsprechend aufs Kassenband dann dementsprechend zu legen. Und ja, ist man halt wie gesagt leider natürlich mit anderen Sachen beschäftigt und wenn man dann natürlich aus dem Laden geht, dann hat man es auch natürlich auch schon mal sehr schnell wieder dann auch vergessen. Fast genauso könnte man jetzt vielleicht unter dem Punkt mit noch zusammenfassen, ist ja auch, dass manche, das im Einkaufswagen gibt es ja auch vorne, oder sogar eben hinten drauf, wo man den Einkaufswagen nach vorne schiebt, dass da auch nochmal kleine Fenster sind, wo Werbung draufkommt. Ist vielleicht ähnlich, ja, hat jetzt nicht so den großen Effekt, also wie schon erwähnt, weil ganz ehrlich gesagt, wenn man jetzt beim Einkaufen ist, hat man eben ja andere Sachen zu erledigen, anstatt da jetzt vielleicht besonders drauf zu achten oder auch dann zu reagieren. Kommen wir zu Punkt 2. Für diese Maßnahmen habe ich jetzt keinen genauen Begriff. Ich würde es aber einfach nennen, eine Art Zusatzseite zu der eigenen Webseite, die über die Suchmaschinenoptimierung über Google gut zu finden sein soll. Warum soll das jetzt vielleicht eine der schlechtesten Marketingmaßnahmen sein? Also mir hat jemand erzählt, dass er bei einem Anbieter, ich glaube sogar über 3 Jahre lang, gebucht hat, dass die ihm eine zusätzliche Webseite aufbauen, die eben dann gut bei Google zu finden sein soll in der Region. Das Problem dadurch war jetzt aber, dass es dann zu der eigenen Webseite, die dann meist immer schon ganz gut eben, wenn man die optimiert hat, bei Google zu finden ist, dann eine zweite Webseite gab. Und das führt oftmals dann auch dazu, dass der Interessent, wenn der jetzt sucht und sieht sogar beide Seiten, dass er dann meistens sogar verwirrt ist. Da gibt es dann eben nicht alle Inhalte zu finden, weil wenn jetzt ein externer Partner dann nochmal eine weitere Seite aufbaut, dann muss der natürlich die ganzen Inhalte einspielen und ja, das hat dann eigentlich mehr zur Verwirrung geführt und als ich ihn auch gefragt habe, Mensch, was hatten dir das jetzt innerhalb der, ich glaube, 1,5 oder 2 Jahre war der dabei, was hat es dir denn jetzt bisher gebracht und hat er gesagt, Mensch, messbar irgendwie gute Anfragen habe ich jetzt auch noch nicht darüber bekommen. Ja, vor allen Dingen das Problem ist ja dabei auch sehr stark, dass diese Webseite, die wird ja auch sehr schnell, sage ich mal, erstellt und die ist auch nicht sehr hochwertig. Das ist ja das Problem, weil wenn du natürlich eine super schöne, hochwertige Website auch bereits hast und dann findet der Kunde dann zum Beispiel nicht die direkt, sondern diese zusätzliche SEO-Webseite, dann sieht die auch oft natürlich, ist also sehr billig, jetzt mal übertrieben mal gesagt, natürlich auch aus und wie auch schon Tim sagte, sind dann natürlich noch nicht alle Inhalte und Ähnliches auch nochmal mit bei und dann kann das natürlich auch wieder schon mal einen schlechten Eindruck einfach auf euch dann dementsprechend machen und auf die Webseite natürlich, was auch natürlich nicht zielführend ist. Genau, also dann investiere lieber in deine Hauptwebseite, dass man da vielleicht eben eine Suchmaschinenoptimierung macht, dass da bessere Inhalte drauf sind, die besser zu finden sind, anstatt dann nochmal irgendwie eine Marketingmaßnahme, die eine Extraseite zusätzlich aufbaut.
dann kommen wir eben zu Punkt 3 und da ist Ilja wieder dran. Genau, beim Punkt 3 kommen wir wieder natürlich zum Supermarkt zurück und besonders interessant, also ja, finde ich persönlich die Supermarktwerbung und zwar die gute Radiowerbung im Supermarkt. Das Besondere, was mir dabei natürlich auch gefallen ist, hatte ich auch mit einem Kunden mal das Gespräch, der hat das auch über eine längere Zeitraum auch gemacht. Und das Problem ist halt, wie gesagt, im Supermarkt, du bist halt einfach mit anderen Sachen beschäftigt, wie natürlich schon bei dem Warenabtrenner. Das heißt, man fokussiert sich einfach nicht auf die Werbung. Plus die Werbung wird auch oft, sag ich mal, ja, dieser Werbespot, da wird sich auch nicht, natürlich nicht viel Mühe geben. Plus, wie gesagt, du erreichst auch einfach nicht so viele Menschen, weil es gibt einfach natürlich sehr viele Supermärkte und gerade sehr viele unterschiedliche Supermärkte. Das heißt, du erreichst halt wirklich nur ein kleines Kundenklientel halt damit. Was halt auch wieder natürlich sehr ärgerlich ist natürlich. Gerade wenn man im hochpreisigen Segment unterwegs ist, ist ja auch die Frage, okay, der da jetzt eben der Entscheider im Haushalt ist, geht der selbst eigentlich einkaufen oder vielleicht heutzutage bestellt er sogar seine Essen, was er braucht. Ja, und zusätzlich ist es so auch wieder die Sache der Aufmerksamkeit. Ist er jetzt gerade beschäftigt? Ist er vielleicht überhaupt offen dafür, jetzt irgendwie für deine Marketingbotschaft? Und dann ist auch wieder die Frage, okay, wie kommt er dann auf dich zu? Ja, wenn er das jetzt dort hört, dann muss er sich wieder irgendwie merken, welche Firma war das, muss dann wieder suchen, selbst eben das Handy wieder in die Hand nehmen oder an den PC gehen oder anrufen oder wie auch immer. Das heißt eben dann, der Weg zu dir ist natürlich auch wieder erschwert, wenn er das nur gehört hat im Supermarkt. Ja klar, plus dazu, was man auch bedenken sollte, ist, es wird nur irgendwie einmal die Stunde gemacht oder einmal jede zweite Stunde, was auch sowieso von der Quantität auch einfach zu wenig ist, muss man auch ganz klar sagen. Ja, weil ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht über eine Stunde lang am Einkaufen. Das heißt, dann kann es auch schon sein, dass man zu Stoßzeiten im Endeffekt auch viele Leute dann auch vergisst, weil die Werbung da zum Beispiel auch nicht ausgespielt wird. Gut, also was man berücksichtigen sollte, ist ja dann eben, oder sich vielleicht auch fragen sollte, die Marketingmaßnahme, die man dann wählt, hat man da bei der Marketingmaßnahme, hat man da die passende Schlagzahl? Also habe ich genug Sichtbarkeit und erreiche ich überhaupt die richtige Zielgruppe? Ist jetzt in dem Supermarkt, sind das genau die Leute, die ich erreichen möchte? Haben die auch die Kaufkraft, um dann die passenden Produkte zu kaufen? In Punkt 4 kommen wir einmal zurück, eben zu sogenannten Local Listings. Das hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Da geht es jetzt gerade, haben jetzt viele auch schon mal angeboten bekommen von irgendwelchen Telefonanbietern oder von irgendwelchen bekannten Branchenportalen oder Seiten, wo man dann vielleicht monatlich irgendwie mal einen kleinen Betrag bezahlt, 10, 20 Euro und wird in verschiedene Listings, 80, 90, 100 Listings mit aufgenommen, wo dann gesagt wird, Mensch, okay, da bist du regional super zu finden. Jetzt ist da vielleicht auch die Frage, okay, wo bin ich jetzt genau gelistet und wenn ich dort gelistet bin, wie hoch ist denn da die Suchhäufigkeit? Wie viele Leute aus der Region suchen da? Weil ganz ehrlich gesagt, wer nutzt denn heutzutage noch dann die gelben Seiten oder irgendwelche Branchenportale, wenn ich jetzt eben Interesse an einem bestimmten Produkt habe? Was ist, wenn das Produkt gar nicht bekannt ist? Ich habe jetzt ein sehr innovatives Produkt, ja, wo man jetzt sagt, Mensch, ich habe jetzt Lamellenüberdachung, die kennt da draußen nicht jeder. Die Leute suchen gar nicht über irgendwelche Branchenportale oder Bücher danach. Dann ist es ja überhaupt gar nicht zu finden. Ja, vollkommen richtig. Und das Problem ist halt auch, wie gesagt, man wird dann auf sehr viele, also wie Tim schon bereits gerade sagt, das sind ja oft so wirklich so 50, 60, 70, 80, 90 teilweise halt Seiten, wo man da natürlich auch gelistet wird. Und die meisten Seiten, die kennt man gar nicht. Und dann, ne, wie Tim auch schon sagt, da kommt natürlich auch kein Suchverhalten auch so wirklich drauf. Also keine Masse da einfach dahinter an Leuten, die sich das Ganze halt anschauen. Das heißt, man ist auf sehr vielen Seiten halt irgendwo gelistet, was man halt eigentlich gar nicht benötigen oder so gar nicht benötigt und dass man sich natürlich auch einfach sparen sollte. Oder man ist auch auf irgendwelchen Seiten gelistet, wo man es teilweise das auch einfach ja, automatisch ein falsches Publikum anspricht. Oder auch etwas, wo das Kundenklientel auch ja, sich damit dann natürlich auch gar nicht wieder auch aufhält. Also was wieder natürlich auch ums Publikum da natürlich auch geht. Wie qualitativ hochwertig kann das denn überhaupt sein? Also gerade von der Einstellung, wenn ich jetzt hochwertige Küchen verkaufe, die ab 20.000 Euro losgehen und ich nutze jetzt eine Marketingmaßnahme, die 15 Euro im Monat kostet und mich eben auf bestimmten Branchenportalen listet, wie hochwertig kann das sein? Erreiche ich wieder damit die richtige Zielgruppe? Wie kommen die Leute auf mich zu? Oder sind es vielleicht Preisvergleicher, die eben gerade auf so welchen Listings dann dort unterwegs sind? Das sind vielleicht Fragen, die du dir stellen kannst. Also ganz klar sind wir auch Freunde davon, Marketingmaßnahmen zu nutzen, die effizient sind, wo ich wenig eben Budget investieren muss und dann möglichst viel Output dabei raus habe. Aber dann sollte man sich da vielleicht auch fragen, okay,
kann das überhaupt eine richtige Marketingmaßnahme sein, wenn ich jetzt super qualitativ hochwertige Produkte oder Dienstleistungen anbiete? Genau, plus was man dazu natürlich nochmal bedenken sollte, ist, dass natürlich diese Listings auch natürlich auch schon etwas Geld auch natürlich kosten. Also bist du halt teilweise schon bei einem dreistelligen Bereich auch mal ganz schnell, um natürlich auf vielen Seiten auch natürlich auch gelistet zu sein, wo man sich dann fragt, gut, hätte ich nicht dieses Budget, was ich jetzt für diese Listings investiere, auch nicht besser auch einfach nutzen können monatlich? Das ist auch natürlich eine sehr entscheidende Frage, die man sich dabei auch stellen sollte. Gut, dann bleibt uns nur noch übrig der Punkt Nummer 5 und da ist Ilja wieder dran. Genau, zu Punkt Nummer 5 möchte ich nochmal ganz kurz kommen und zwar herrscht da, sage ich mal, so eine, ja, schon grober Fehler, würde ich schon teilweise fast sagen. Und zwar ist es so, dass halt Marketing gemacht wird, auch über Social Media zum Beispiel. Und da wird aber nicht der Account des Unternehmens genutzt, also zum Beispiel von meinem Küchenbeispiel vom Küchenhaus Schwarz, sondern es wird der Unternehmensaccount genommen, über den gepostet wird oder worüber die Werbung halt geschaltet wird. Und zwar zum Beispiel des Zeitungsverlags oder von irgendeinem anderen Anbieter. Und dann geht es in dem Posting oder in dem Werbetext um einen komplett anderen Betrieb halt dahinter. Das heißt, das Problem, was halt natürlich dabei entstehen kann, ist, dass die Leute das halt sozusagen unterscheiden dahinter. Also die können es halt gar nicht erkennen, okay, um wem geht es denn hier zum Beispiel genau? Und wenn die dann zum Beispiel dann doch mal sich dafür interessieren und dann zum Beispiel auch noch auf den Namen halt des Betriebs dann halt gehen wollen, dann finden die es halt auch nicht automatisch, sondern landen dann bei dem Zeitungsverlag oder halt bei der Agentur oder Ähnlichem, worüber sie halt natürlich diese Werbung halt natürlich immer konkreter schalten. Genau. Ja, gerade in Gesprächen hat man dann auch schon häufig mal gehört, Mensch, du, ich habe schon online mal was ausprobiert und zwar habe ich hier beim regionalen Verlag oder bei einer regionalen Agentur, habe ich hier mal online Werbung gebucht, die haben auf sozialen Medien, vielleicht mal auf Facebook, auf Instagram, haben die für mich was gepostet, ja, und da ist aber nichts bei rumgekommen. Wenn man sich das dann mal genauer anschaut, was ist da passiert, die haben eben in dem Namen des Zeitungsverlages, ja, zum Beispiel, dann eben einen Post gemacht und haben darunter geschrieben, alles klar, Küchenstudio Schmidt aus der Region sucht jetzt eben neue Monteure. Was passiert? Jetzt sieht das natürlich die Zielgruppe des Verlages oder vielleicht die Zielgruppe der Agentur, die Leute, die jetzt diesem Verlag folgen, der Agentur folgen oder wie auch immer. Das heißt ja jetzt noch nicht genau, dass das dann auch die richtige Zielgruppe ist, die richtigen Monteure, die gesucht werden. Ja? Weil wenn jetzt jemand auch diese Werbung sieht und er klickt dann da drauf, dann landet der ja eben auch bei dem Zeitungsverlag. Ganz klar kann man da auch einen Link drunter machen oder kann dann sagen, gut, wenn du weitere Informationen möchtest, melde dich bitte bei dieser Nummer. Ja, jetzt ist nur die Frage, habe ich die richtigen Leute wieder erreicht? Weil wenn da jetzt die komplett falsche Zielgruppe dahinter ist, dann kommen auch nicht die richtigen Leute zu dir. Ja. Genau, das heißt, man vermisst hier wirklich sehr stark diesen Branding-Effekt, den man eigentlich sich sehr einfach auch mitnehmen könnte. Ja, weil wie gesagt, es wird einfach Werbung primär gemacht, also kennt es natürlich auch bei Social Media, ist zum Beispiel das Bild, ein anderes Logo zu sehen, ein anderer Name und gar nicht das von eurem Unternehmen, was ihr wirklich halt kostenlos quasi mitnehmen könntet und was euch natürlich noch viel mehr weiter pushen würde. Und diesen Effekt vermisst ihr leider automatisch halt sehr stark. Was wollen wir am Ende des Tages haben? Wir wollen auf der einen Seite Sichtbarkeit, ein Branding, natürlich dann aber auch bei den richtigen Leuten, bei der Zielgruppe und natürlich optimal dann auch, dass die einen richtigen Prozess dahinter haben, dass die sich auch direkt bei euch melden können. Die sagen, Mensch, okay, gut, ich möchte jetzt dazu beraten werden. Die tragen sich mit den Daten ein, weil dann habt ihr auch das Ruder in der Hand, sage ich mal. Ja, ihr könnt euch dann bei den Leuten melden. Ja, das heißt, ihr habt die Telefonnummer, Vor- und Zunahme. Ihr habt auch vielleicht schon gewisse Eckdaten zum Projekt, was die genau haben wollen. Dann ist das Ganze nämlich auch schon viel verbindlicher, als wenn die jetzt einfach nur eine Anzeige von euch sehen und die Leute dann auf euch zukommen müssen. Genau. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch das Video natürlich auch in Ruhe angeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt keine Erfahrung, sage ich mal, davon machen müssen und habt nicht unnötig Geld verbrannt. Ja, falls ihr natürlich noch schlimmere oder auch ähnliche Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt es natürlich gerne nochmal in die Kommentare rein. Und ja, wir freuen uns über jedes Feedback. Vielen Dank. Genau. Und wenn ihr noch Unterstützung braucht, eben, dass ihr die richtigen Marketingkampagnen aufsetzen wollt, um passende Neukunden oder Mitarbeiter zu finden, dann meldet euch gerne bei uns und tragt euch bei uns auf unserer Webseite unter am-beratung.de ein für ein kostenloses Erstgespräch.